Ich begrüße die beiden Trainer, zu meiner Linken John Sicinski und unser Trainer Milan Masanets. Hallo. Ja, John, deine Meinung zum Spiel, bitte schön. Ja, guten Abend. Das war für mich die beste Weiler Mannschaft, die wir gesehen haben in dieser Saison. Ich weiß, das tut weh. Wir haben die 3 Punkte genommen. Wir sind sehr froh darüber, aber die erste 1,5 Drittel war Weiden wirklich die bessere Mannschaft. Wir können uns nur bei Cody Brenner bedanken, dass das Spiel bei Stand 1-1 oder wir waren dann 2-1 in Führung. Ja, komisches Spiel. Die haben wirklich gut gespielt, die Weidener. Haben uns oft unter Druck gesetzt, war sehr konterstark. Aber Endstation war immer Brenner und unsere Überzahl war effektiv. Im letzten Drittel beim Stand 2-1, diese 3 Tore in 3 Minuten, war wirklich der Knackpunkt. Aber das war einfach ein Spiel heute. Wir waren die effektivere Mannschaft. Weiden hat bestimmt mehr verdient. Aber wir sind mehr als froh mit den 3 Punkten, weil es könnte locker in die andere Richtung ausgehen. Vielen Dank. Frau Milan, bitteschön. Wir haben eigentlich keinen Vorwurf an die Mannschaft, weil alles, was haben wir ausgemacht in der Kabine, haben wir gemacht. Wir haben gehört, bis 34. Minute war das Spiel ganz offen. Wir waren sicher nicht schlechtere Mannschaft, aber haben wir nicht die Scheibe reingebracht, weil wir haben gehört, der Torwart, gegnerische Torwart, hat sehr gute Leistung gebracht. Wir haben leider immer im letzten Moment die Scheibe irgendwie nicht richtig getroffen. Einmal war Pfosten, dann war ein paar Mal die Scheibe schon in der Torraum. Irgendwie haben wir wirklich nicht die Scheibe gut gesehen oder nicht hart genug in der Tor gebracht. Aber dann war der ein Strafe gegen uns mit 6 Leuten am Eis. Das war halt dumm. Und das war halt gleich bestraft. Und das war für mich ein Knackpunkt. Natürlich die Effektivität in der letzten Drittel, wo Gegner aus 5 Schüsse oder 5 Chancen oder Möglichkeiten hat 3 Tore geschossen und hat sich die Punkte, sagen wir mal, ziemlich ruhig nach Hause gebracht. Ja, dann muss man das jetzt weiter so spielen, dass wir eigentlich wieder so ein Spiel haben, dass wir keinen Abstand haben von den Gegnern, aber muss man mehr effektiv sein. John, ich habe noch eine Frage. Jetzt habt ihr ein Heimspiel gegen Sonthofen, die haben heute gegen die Wolfram-Wölfe gewonnen. Wie schätzt du die Sonthofen ein? Ja, ich glaube, jeder weiß, Sonthofen spielt jetzt hinter die Erwartungen. Die sind eine gefährliche Mannschaft. Jetzt sind die, glaube ich, langsam komplett. Der Carciola ist wieder zurück. Die sind mehr defensiv geprägt. Auf Zerstörung spielen die und sehr konterstark. Wir wollen unsere Heimstärke nutzen, aber einfach wird es nicht. Wir müssen wirklich 60 Minuten spielen und nicht heute so 34 oder 35. Herr Milan, wir haben jetzt am Sonntag das 3. Spiel gegen die Wölfe. Wie wirst du deine Mannschaft für bis Sonntag aufrichten und einstellen? Es wurde nicht einfach, weil ich denke, wir haben 2-mal gewonnen gegen Zelt. Also die werden sich sicher gut vorbereiten gegen uns und gut analysiert die letzten Spiele. Aber wenn ich das nehme jetzt aus dem Spiel heute, dann geht es eigentlich nichts rausnehmen, was sollen wir trainieren und sagen wir besser machen. Weil die Effektivität, was haben wir nicht gehabt, das geht eigentlich nicht trainieren. Das Spiel in Selb, dort muss man mehr diszipliniert sein wegen Strafzeiten. Wir werden noch morgen probieren, Überzahl. Weil da muss man auch mehrmal schießen, mehr Versuche haben, weil aus dem quält auch die Effektivität und mehr Tore. Und ich erwarte, dass wir ein hartes Spiel haben, weil sie werden auch gegen uns, sagen wir, stark oder hart spielen mit Körpereinsatz und muss man die Jungs irgendwie zurückhalten mit den Nerven, dass
keine verliert die Nerven, so wie heute haben wir auch gesehen. Das paar Mal war einmal unendliche Papperei und Streiten und Fighten und so. Und das braucht man in Zelt nicht, weil da wird wirklich die Atmosphäre ziemlich heiß und nervös. Und aus dem Grund muss man ruhiger sein. Okay, Thomas, du noch eine Frage? Ja, dann beende ich die Pressekonferenz. Wünsche dir und deiner Mannschaft viel Glück für die nächsten Spiele, gute Einreise. Und Milan auch viel Glück für Sonntag. Und ansonsten wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende und den Hinweis, unser nächstes Heimspiel kommt am Freitag. Gehen wir los. Dankeschön. Ciao.